Marcel, Ja? kannst du mir schnell helfen? Ja, sicher. Was hast du denn für eine Frage? Schau, ich habe hier so einen Pfändungsurkunde mit einer stillen Lohnpfändung. Und irgendwie Ja? komme ich nicht so ganz daraus, was jetzt das genau bedeutet. Ja. Ja, also grundsätzlich ist es so, oder? Ein Gläubiger hat eigentlich das Recht, die abzulehnen. Eine stille Lohnpfändung bedeutet, dass der Arbeitgeber nicht informiert wird über die Lohnpfändung, sondern der Schuldner direkt den Lohn abliefert am Betreibungsamt. In seltenen Fällen kann das Sinn machen, dass der Schuldner direkt mit dem Betreibungsamt abrechnet, weil es ein Risiko kann darstellen kann, dass die Person die Stelle verliert. Jetzt in dem Fall müssen wir sicher konkret anschauen. Was ich eigentlich immer schaue, ist die Steuererklärung eingeben. Das müssen wir mit der Gemeinde abklären. Wenn ja, dann ist das grundsätzlich gut. Und wenn die Steuern nach Ermessen verrechnet worden sind, dann macht es relativ wenig Sinn. Weil wenn die Schuldner sich nicht an Bedingungen halten, wo das Steuergesetz vorsieht, dann haben wir immer weitere, höhere Forderungen, die der Schuldner gar nicht begleichen kann. Jetzt in dem Fall, wenn wir ja wissen, dass die Steuererklärung eingegeben ist, bin ich grundsätzlich nicht dagegen. Ein weiterer Punkt, den wir aber immer anschauen, ist, kann mit der Pfändung die Schuld gedeckt werden? Wenn nicht, dann macht es durchaus Sinn, dass man auch dann die Lohnpfändung anzeigt. Weil das führt meistens erstens dazu, dass der Schuldner sich bei uns meldet. Zweitens kann es sein, dass der Arbeitgeber versucht, den Schuldner zu unterstützen und so die Schuld kann saniert werden. Und ja, es gibt einfach mehr Wirkung und wir kommen in direkten Kontakt mit dem Schuldner. Und wenn man einfach nichts dergleichen tut, kann er sich irgendwie ein bisschen hinter der Schuld verstecken. Darum, ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich bei einem Fall, wo man die Schuld nicht ganz decken kann, überlegen, das abzulehnen. Wenn sich dann der Schuldner meldet und kann logisch begründen, wieso das eine stille Lohnpfändung soll geben, kann man dann das immer noch anschauen und selbstverständlich auch bewilligen. Okay, super. Und gibt es gewisse Branchen, wo so eine stille Lohnpfändung üblicher ist als andere zum Beispiel? Oder ist das überall gleich gegangen gegeben? Ja, wir akzeptieren es vor allem in der Finanzbranche oder in Branchen, die ein sehr hohes Sicherheitsrisiko haben, wo die Leute auch keine Betreibungen dürfen haben. Wobei man muss sehen, ja, wahrscheinlich führt es eh über langfristig zu einem Problem, weil dort wird dann regelmäßig der Betreibungsregisterauszug eingeholt und das führt dann auch dazu, dass die Arbeitnehmerinnen ein Problem hier kommen. Also, aber grundsätzlich sicher, wenn der Job in Gefahr ist, dann sind wir immer bereit, die stille Lohnpfändung zu akzeptieren. Solange der Schuldner auch mit uns kooperiert. Okay. Und was ist so Quote der Kooperation? Also gibt es da viele Leute, die mit kooperieren, oder ist eher dann das unüblich, dass man kooperiert als Schuldner? Ja, also in normalen ist es halt so, dass die Schuldner ja etwas von uns wollen. Und dadurch, dass wir dann eigentlich ablehnend das mitteilen, proaktiv auf uns zukommen und sagen, hey, wieso ist das? Und dann kommt man ins Gespräch. Selbst bei den Schuldnern, wo man sonst sehr Mühe hat, an sie herangelangen. Und eigentlich hilft das, um wirklich den direkten Draht zum Schuldner zu finden. Und darum machen wir eigentlich sehr eine positive Erfahrung bei, sagen der Mehrheit der Schuldner, dass das erfolgreich ist. Okay, super. Ja, danke vielmals. Dann tue ich das so Ja, merci auch. so nebenbei Danke. erledigen. Merci. Ciao, Marcel. Ciao.